Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 die besten 4K-Monitor-Tests. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Samsung. Auf einem 32 Zoll Panel zeigt der Samsung U32J592U 4K Monitor hochauflösende 4K Videos an. Sie haben laut Hersteller eine Reaktionszeit von 4 Millisekunden und eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz. Die AMD FreeSync Technologie optimiert dies hingegen automatisch. Das Samsung U32J592U ist laut Hersteller mit zwei HDMI-Anschlüssen, einem DisplayPort-Anschluss und einem Audioausgang ausgestattet. Auch dieses Modell soll über eine Reihe praktischer Features verfügen, wie zum Beispiel eine flimmerfreie Technologie zur Reduzierung des Bildschirmflimmerns oder einen augenschonenden Augenschoner-Modus. Daher verfügt der Samsung U32J592U über einen traditionellen Bild-in-Bild-Modus sowie einen umweltfreundlichen Ökosparmodus. Um Zug auf Nummer 4 haben wir die VivoSync. Der VivoSync VX3276 4K-Monitor wird laut Hersteller mit einem IPS-Panel mit konstanten Blickwinkeln und einer Bildschirmdiagonale von 32 Zoll beschrieben. Die Reaktionszeit beträgt 4 Millisekunden und die Bildrate beträgt 60 Hertz. Das Gadget sollte nicht für Computerspiele verwendet werden, die viel Rechenleistung erfordern. Bei den Anschlussmöglichkeiten ist der VivoSync VX3276 ebenfalls gut aufgestellt. Der Monitor verfügt laut Hersteller über zwei HDMI-Anschlüsse sowie einen DisplayPort, einen Mini-DisplayPort und einen Audioausgang. Zwar gibt der Hersteller an, dass der Monitor bis zu einer Milliarde verschiedene Farben darstellen kann, die Helligkeitswerte sollen aber auf 250 Candela pro Quadratmeter begrenzt werden. Auf Platz 3 haben wir die AUG. Der AUG U2879VR 4K-Monitor verfügt über einen 28 Zoll TN-Bildschirm und eine vom Hersteller angegebene schnelle Reaktionszeit von einer Millisekunde. Den Daten zufolge liegt die Bildrate bei 60 Hertz. Die AMD FreeSync-Technologie optimiert diese jedoch automatisch. Es ist besonders wichtig zu betonen, dass der AUG U2879VF mit allen standardmäßigen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet sein sollte. Das Unternehmen behauptet, dass sie neben HDMI und einem Kopfhöreranschluss über VGA, DVI und DisplayPort-Anschlüsse verfügen. Die Helligkeitswerte von Candela pro Quadratzentimeter liegen bei konstanten 300 Candela. Um Zug auf Nummer 2 haben wir die Asus. Der Asus VP28UQ 4K-Monitor verfügt laut Hersteller über ein 28-Zoll-Display mit einer 4K-Auflösung von 3840x2160 Pixeln. In der Herstellerliteratur ist auch eine Reaktionszeit von einer Millisekunde angegeben. Dadurch ist das Gerät ideal für Gamer. Die Bildwiederholrate ist unbekannt. Das Asus VP28UQ ist laut Hersteller mit zwei HDMI-Anschlüssen, einem DisplayPort-Anschluss und einem Audioausgang ausgestattet. Auch dieses Modell hat laut Datenblatt gute Helligkeitswerte von 300 Candela pro Quadratmeter. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Samsung. Der Samsung U28E590D-Monitor verfügt über einen 28-Zoll-Bildschirmdiagonale mit einer leistungsstarken 4K-Auflösung von 3840x2160 Pixeln. Laut Hersteller bietet dieses Gerät eine konstante Bildrate von 60 Hertz und eine Reaktionszeit von einer Millisekunde, was es ideal für Spiel macht. Bei den Anschlussmöglichkeiten soll der Samsung-Monitor mit zwei möglichen HDMI-Anschlüssen punkten. Ein DisplayPort und ein Kopfhöreranschluss sind laut Website mit dabei. Auch dieser Typ hat eine hohe Helligkeit von 370 Candela pro Quadratmeter und lässt sich für maximalen Komfort um bis zu 20 Grad nach hinten und 2 Grad nach vorne drehen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.